Maximales Leiden für eine einzigartige Karriere, kann das ein Role Model sein für Europa 2020? Manche sagen ja, andere sagen nein. Wir wollen das einmal wertneutral so stehen lassen und uns kulinarischeren Dingen zuwenden, denn bei aller Diskursgeladenheit mens sana in corpore sano, der Mensch lebt nicht von Brot allein, und da ist Frau Ernestine Bollgeck ein Volltreffer gelungen. Der Chef de Cuisine im Wellnessresort Bollgeck in Hutters am See ist niemand geringerer als Dr. Arthur Swolseck, erfolgreichster Haubenkoch der Welt. Was uns heute Mittag als Gesundheitsmenü erwartet, das zu fragen, habe ich meine Kollegin für Monika gebeten, die im Moment noch damit beschäftigt ist, Arthur Swolseck die Brandwunden nach der offenbar sehr schmerzhaften Menhir-Behandlung mit Salbe zu versorgen. Oha, was sehe ich? Herr und Frau Wulber haben Aufstellung genommen und es sieht ganz so aus, als ob sie gleich eine ihrer aktuellen Doppelkonferenzen absondern würden. Obacht! Geht schon? Ja, bitte fang an! Dass der Andreas Kohl jetzt auch weiß, wen will, und dass der das nicht für undemokratisch hält, das ist schon erstaunlich. Wieso? Er kennt sich doch beim Verfassungsbogen bekanntermaßen gut aus. Na und? Diesmal macht er dann besonders einen großen Verfassungsbogen um die Wahl. Kinder, es ist lieb, dass ihr mir aktuelle Doppelkonferenzen schenken wollt. Für mich war die Nacht auch schön, aber ich muss jetzt telefonieren. Ja? Also du bist, hast du die Nummer unterdrückt, oder was? Ja, nein, du Seppel, ich hab gesagt, ohne Überweisung brauchst du nicht mehr anrufen. Nein, vergessen. Wenn der Kopf nicht angewachsen wäre, was? Was? Ja, da hast jetzt du wieder recht, in deinem Fall wäre das natürlich kein Vorteil. Also, servus. Der probiert's mit allen Tricks. Wieder der Seppal? Ja, ja. Du, apropos, glaubst du wirklich, dass der Pröll dem Strache Kokain unterschieben will? Die politische Konkurrenz will das angeblich, hat der Strache gesagt. Da ist der Seppal genau das Gegenteil. Ne? Was glaubt ihr, warum die ÖVP keinen Präsidentschaftskandidaten aufstellt? Sag. Was nicht verlieren wollen. Ja. Das auch, aber das Ganze ist natürlich in erster Linie eine Image-Kampagne für die FPÖ. Ja, aber die geben doch eh keine Wahlempfehlung ab. Ich bitte dich, Frau Wulber, wen weiß wählen unter den Umständen keine eindeutige Wahlempfehlung ist, wie viel deutlicher muss man denn noch werden? Read between the lines, meine Liebe. Was? Wie bitte? Und wenn der Seppel 2013 Kanzler werden will mit dem Blauen, dann braucht er doch wenigstens ein paar Freiheitliche, die man kennt. Ein paar Minister wird er hergeben müssen. Aber es weiß wählen nicht eher unüblich für eine Regierungspartei. Okay, Frau Wulber, sagt deinem Gatten, er soll nicht naiv sein, bitte. Was? Bitte, Bert, sagst du ihm, du kannst es so schön formulieren. Na, weil du es bist. Normalerweise kostet es extra, das weißt du eh. Bussi. Bussi. Also schau, das hat der Seppel erst auch befürchtet, dass Weißwählen nicht ganz okay ist, gerade für eine Partei, die sich so viel darauf einbildet, dass ihre Gründerväter für Freiheit und Demokratie im KZ gesessen sind. Aber ich hab's ihm erklärt, wir leben im 21. Jahrhundert, da muss auch einmal Schluss sein können, nicht? Wir brauchen Rechtssicherheit, das hat er dann auch eingesehen. Sehr schön gesagt. Danke. Ja, was hat das mit den freien Spiel der Kräfte zu tun? Das kann man dann nennen, wie man will. Und hast du ihm da schon erzählt von dem Projekt Österreich, von der Rekonvaleszenz über die Rehabilitation vom Konklave zur Verwaltungsreform? Du, wenn er zahlt, kann er von mir jedes Konzept haben. In diesem Schlüsseljahr ist vielleicht vieles umsonst, aber meine Analysen noch immer nicht. Na, das weiß er aber eh. Sagt, ist nur ein Kaffee da? Du schaust du bitte, du stehst näher. Ich glaube, wir haben genug gehört und wir wechseln den Schauplatz on the fly. Ich sehe nämlich, Dr. Arthur Swolseck ist versorgt und meine Kollegin Monika hört gebannt zu, denn er scheint aus dem Nähkästchen zu plaudern. Obacht! Feinschmeckerei, glauben ja viele, ist eine Art Geheimwissenschaft. Dabei kann sie so einfach sein, nämlich wie? Keine Ahnung. Wie feiert denn der, die kleine Angestellte, wenn, weiß ich, eine Bürokollegin Geburtstag hat? Mit Sekt. Genau, man kann aber auch aus dem billigen Sekt, den diese Anlässe ja mit sich bringen, im Handumdrehen erstklassiges Getränk zaubern. Und nämlich wie? Ja, wie gesagt, im Handumdrehen. Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen Translation, sofern er nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustandes gezwungen wird. Das ist erstes Newtonsches Gesetz. Genau, das heißt, der Sekt... Das heißt, der Sekt verlässt im Handumdrehen das Glas,
Weil die Gravitation auf ihn wirkt. Auf ihn wirkt, richtig, und er hält auf den Boden zu. Ist das nicht Verschwendung? Ja, grundsätzlich nein. Und wenn am Boden vielleicht jemand liegt, der gern Schmerzen an freistehenden Zahnhälsen hat, kann man dem da sogar noch eine kleine Freude machen. Und dann? Dann geht man in ein gutes Weinkontor, greift ein bisschen ins Portemonnaie und kann so eben im Handumdrehen aus dem billigen Supermarktsekt beispielsweise einen Cuvée Blanc de Blanc, Röderer, Jahrgang, sagen wir, 74er, zaubern. Toll. Genuss kann so einfach sein. Wenn man weiß, wie es geht. Dafür bin ja ich da. Und wieder was gelernt. Meine Damen und Herren, Sie sehen und hören vielmehr, das neue Wellness-Resort Bolgek in Hooters am See spielt technisch wirklich alle Stücke. Ich kann über das gesamte Gelände streifen, ohne mich vom Sessel erheben zu müssen, kann an den Gesprächen teilhaben, ohne zu stören. Zentrale Überwachung muss nicht schlecht sein, sie kann auch der Aufklärung dienen, wenn man sie richtig einsetzt. Das war Welt Ahoi am Weißen Sonntag 2010. Kommenden Freitag wird es im Vatikan aufregend, da hat der Chef 83. Geburtstag, da fliegen bei der Schweizer Garde vermutlich die Löcher aus dem Käse. Schon heute aufregend ist es bei unseren Nachbarn in Ungarn, wo das Parlament neu gewählt wird, und damit wird es indirekt auch bei uns spannend. Erstmals seit über 75 Jahren hat wieder eine rechtsradikale Partei die Gelegenheit, in eine Nationalversammlung einzuziehen. Das ist nichts Besonderes, werden Sie jetzt einwenden. Das gibt es bei uns schon lange, das stimmt. Aber das Besondere an der rechtsradikalen Partei mit dem Namen Jobbik ist, sie besitzt mit der ungarischen Garde einen sogenannten militärischen Arm. Das heißt, sie kann nicht nur Plakate mit einfältigen Reimen aufhängen lassen, sondern wirklich für Angst und Schrecken sorgen. Ob es allerdings die Form von Angst und Schrecken ist, die dafür sorgt, dass aus Kindern Erfolgsmenschen werden, lässt sich aus heutiger Sicht noch nicht restlos beantworten. Warum aber habe ich dennoch gesagt, es würde auch für uns spannend? Ganz einfach, Jobbik, die Bewegung für ein besseres Ungarn, möchte vor allem ein größeres Ungarn, im Einzelnen Groß-Ungarn in den Grenzen von 1914, also ein Ungarn mit dem gesamten Burgenland. Und das könnte bedeuten, der kostenintensive Assistenzeinsatz des Bundesheeres im Burgenland gehört bald der Vergangenheit an und damit auch Überlegungen des Ministers, ganze Waffengattungen wegen Geldmangels einsparen zu müssen. Hier heißt es also Daumen halten.